8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Und das war der Startschuss für das erste Team. Und jetzt geht es in 30 Sekunden Abstände im Anarchos-Alter. Wieder die Rücken sind unterwegs. Der Zorina aus Schwerin, Werder gleich als Team Nummer 2 an den Start, den danach getan in HSP Signal, die aus Wasser und dem Dragon Club. Drei, zwei, eins, zwei.
Und die Osnabrücker sind ebenfalls auf der Strecke, nehmen sich die 12 Kilometer mit einer hohen Schlagzahl am Anfang für vor. Also da wird es wahrscheinlich verschiedene Taktiken geben. Die einen wollen vielleicht vorne raus ein bisschen mehr Gas geben, die anderen hinten raus. Das werden wir natürlich dann am Ende sehen, welche Taktik sich als die beste erwiesen hat. Und das ist der Startschuss. 5, 4, 3, 2, 1. Für das letzte Team, das wir bei dieser deutschen Meisterschaft auf die Strecke schicken, nehme ich den Team Nummer 21, der Start Nummer 21 vom SC Magdeburg, die Dorffelsen. Sie also in der Breitensportkategorie, das sechste und damit letzte Team. Ist es auch das Boot mit der Nummer
gar nicht mehr erkennen. Eins. Das ist auch das Boot mit der Nummer 1, oder? Ja, das ist das Boot mit der Nummer 1. Die Berlin Dragon. Als erstes über die Ziellinie. Sie sind das Team, das als erstes gestartet ist und jetzt auch als erstes gleich über die Ziellinie fahren wird. Das Team Nummer 8, Track Attack vom Verein für Kanusport e.V. aus Wuppertal, hat insgesamt 6 Boote überholt, 6 mal 30 Sekunden sind also 3 Minuten, die auf die weiteren Boote aufgeholt wurde. Als drittes das Team mit der Nummer 3 im Ziel, die HSB-Siegerin der Uni Rostock. Auf euch Glückwunsch zu der tollen Leistung, hier ins Ziel gekommen zu sein, nach knapp einer Stunde Rennen. Und jetzt dauert es auch ein kleiner Blick, bis die nächsten gleich hier über die Ziellinie gehen. Und natürlich gucken wir dann auch mal so ein bisschen in die Gesichter rein. Also jetzt so nach einer Stunde auf dem Wasser, wirklich richtig heftig. Und ich glaube, das gibt jetzt mal einen kleinen Applaus auch von uns hier für das Team in der Startnummer 2, die Zuarine. Und gleich dahinter, mit der 4. Jungs und Mädels, klasse! So, nächste Team. Schauen wir mal auf die Startnummer. Startnummer 11. Die Titelverteidiger. Hannover All Sports Team. Da sind sie drin. Auch hier gibt es Applaus. Ja, das ist gute Stimmung da auf Boot Nummer 8, Drag Attack! Vielleicht nochmal höher! Glückwunsch! Ihr habt es geschafft! Die Baltic Dragon aus Schwerin und die Flying Turbos aus Duisburg. Beide hier kämpfen um die letzten Meter und Sekunden beim Zieleinlauf. Und wie gesagt, auch das Team Nummer 5, Rote Drachen Mühlheim. Und das Team mit der Nummer 9, das Team Uckermark. Mit den letzten heftigen Schüben hier im Zielbereich. Gestartet sind bei den Master Mix Teams und unmittelbar dahinter nämlich 2 Teams schon angeholt, die Rheingauer aus Wiesbaden, also eine Minute gut gemacht auf die beiden Teams vor sich. Rheingauer mit der Nummer 15 sind auch die Verteidiger in dieser Klasse. Die Wackenstarten aus Lübeck, damit ist das Team
besser zu tief, als wenn die Olympics-Klasse ins Ziel kommt. Also alle elf Teams, die dort gestartet sind, haben das Ziel erreicht. Heute noch ein herzliches Willkommen zurück nach 12,5 Kilometern in die Arme. Und auch in der Master-Mix-Wertung haben wir jetzt alle vier Teams, die in den Start gegangen sind, im Ziel. Denn das Team mit der 0% des Team Pokerwagen hat zu eben auf das Ziel. Jawohl, großer Applaus für das letzte Boot, das jetzt ins Ziel kommt. Haben also kein Team unterwegs verloren oder eins, das aufgegeben hat. Alle haben dann die 12 Kilometer geschafft. Das Boot mit der Nummer 18, verboten aus Greifswald. Die letzten Meter für euch. Gleich kommt die Klingel. Ja, so, abgeklingelt, der letzte auch im Ziel. Und damit kommen wir direkt zu den Siegern, zum deutschen Meister über die Langstrecke. Ich denke, für viele ist es keine Überraschung, sie dominieren schon seit Jahren das Feld in diesem Bereich. Es sind die Rheingauner. Senior-Mix-Klasse nicht so schlecht gewesen.